Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part The Chronicles of Nyanya. Im letzten Part haben wir es geschafft, hier den, ja, ich habe eigentlich auch alles gekauft. Ich habe gerade hier nochmal gespeichert, deshalb werde ich gerade nochmal überspeichern. Wir haben jetzt, ich glaube, hier, wir haben 5 HP-Milch, 5 Mana-Milch und 6 Miaulixiers. Das sollte eigentlich reichen, meine ich. Deshalb würde ich jetzt gerade sagen, ach ja, und ich habe noch 2 Exploding Furballs gekauft. Deshalb würde ich jetzt sagen, gehen wir hier entlang. You're just in time. I've just decided on the basis of my observations of your adventuring style what the final name of your party will be. Okay. The name of my first party, which will always be at the top of my resume. Ich glaube, es wird wahrscheinlich ein richtig fieser Name. This is it. This is it. By the power vested in me, I name your party the Midlings. Ist das jetzt gut? Nee. This is a great honor for me. Okay, wow. My last party was named the Magnificent Mighty Munchkins, but this is nice too. The Midlings received 25 EPM bekommen. Now you're a true adventurist, Kater. And that is why we have a quest of the highest importance for you. Okay, gleich ein Quest. Das ist gut. A messenger arrived yesterday, barely alive. Before he succumbed to his wounds and exhaustion, he reported that the Omnom Hills that surround Katmeria are full of herds of bloodthirsty beasts that are terrorizing the area. He babbled on about some monsters huge as mountains, but we weren't able to determine that exactly what exactly he saw. This seems like a very serious matter. Okay, vielleicht hat er Menschen gesehen. Unfortunately, Miauda's Gate is still struggling with a flea epidemic. So at the best and the only available adventurists, you are hereby assigned this adventuring reconnaissance. The fate of the heretics who turn away from the goddess of the great bowl of goodness should be of no importance to us. But on the other hand, if Katmeria falls, the monsters may take an interest in us and we cannot let that happen. Also dürfen wir jetzt raus? I understand that since this is such an important mission, my application for having a meow match assigned to the party will be immediately processed. No, but we'll move it a bit higher in the pile of applications. But you can be certain that you will be assigned a meow match personally selected by Archaeomage Nyoda. Alles klar, wir kriegen also irgendeinen Zauberer zugewiesen von Katzen-Yoda. Und jetzt, soll er verschwinden. Okay, jetzt sind wir in Katmeria. Our heroes have survived a series of murderous trials, the fire of which hardened their courage. Having proven their worth, they have received a task on which the future of Miauda's Gate and with it of the entire cat civilization may depend. An unknown enemy has emerged in great numbers and the few terrified witnesses of the terrible deed spoke of a true flood of malevolent. Mysterious creatures. The heroes boldly step into the Miaumich Nikoratal's mysterious portal, which will take them straight to the famous hero's tract, the road leading to Katmeria, persecuted by a mysterious evil. Okay, wir werden also gleich hier irgendwo hin. Oh, wie süß, die Bäume. This isn't the track. His teleportation must have gotten decalibrated, but at least it was a healing, decalibrated teleportation. You're lucky, Kater, that I am a master survivalist and a famous tracker, so I can track us out of any forests. Follow me. Go, go, Frankcat tracking. You mean lead us out? See, you know nothing about tracking. Alles klar. Let's go. But first let me put on my shiny dangling bla, ja. Excellent. Okay, get out of the forest, it shouldn't be too hard. Was ist das hier? Aha, wir haben jetzt ein Pigeon Egg. Können wir mit dem Baum reden? I am a tree. Wie süß.
The Forest of Totally Not Lost Heroes. Alles klar. Warum lacht denn der Baum so freaky? Hihihi. Okay. How much farther? We're almost there. Okay, können wir hier lang gehen? Hier können wir wohl nicht lang gehen. Hier ist wieder ein lachender Baum. Wenn wir hier nach oben gehen, was ist dann hier? How much farther? We're almost there. Alles klar. Was ist hier? Alter. How much farther? We're just a bit more. There's no reason I shouldn't believe you, is there? The gods are constantly testing your faith. Okay, ich würde sagen, wir gucken mal hier in die Höhle rein. Warum nicht? I'm not going in there, it's wet. Ach so, Na gut, dann gehen wir halt runter. Frankett, you are truly a great tracker and I can feel that with every moment we are less and less lost. Of course, to find the exit you must find the depths of the forest as one of my honorable family's proverbs says. Okay. Ah, wir haben ein bisschen Holy Milk bekommen. Das ist doch gut. Warum sind die Bäume denn hier so ab, so tot? Das macht mich irgendwie ein bisschen misstrauisch. Oh, wer bist du denn? Archer, hello friends, Mew. What a fantastic day for a meeting. I'm glad that our paths have crossed. Like two arrows in a quiver. Hello, brave Archer. Allow me to introduce myself. Ja, ja. Und das ist Keter. Jai. I am Katniss Everpur. Das ist ja cool. Da haben sie die Katniss aus Panem mitgenommen, ne? Of House Pointless Arrow. And this is my role, Rollin Heaver. We work together in our high school Forest Protectors Club. Nom nom. Oh, wie süß, ein Brötchen. Silent jealousy or having a role. Have we met before? The arrows of fate fly along strange paths. Truly strange. You look like someone familiar with forest paths. And of course, I'm very well versed in the subject. But out of pure curiosity, I'd like to hear your opinion about the road to Katmeria. You're in luck. I'm going that way too. So since we both know the way, we can travel together for a while. Let's go then. Ah, cool. Jetzt haben wir hier jemanden, der uns begleitet. This tract reads to a crossroad and after that the cross to Katmeria is as straight as the arrow flies. It's so good to meet someone who knows the forest almost as well as I do. Ja, ja, red du mal nicht so viel. Oh, you're too kind. Unfortunately, the arrows of our paths leave the quiver in different directions here. Schade. Katniss, Mann, ich will dich in meiner Armee haben, in meiner Gruppe. Too bad. We could have used someone as talented as you. I would love to, but unfortunately, this is the fifth semi-quarter of the moon combined with the seventh day of blah blah blah, which pushed the constellation of blah in the next few days. I must wholly devote myself to a lunar journey and you understand that this precludes joining a party. There's no point in tempting fate, okay? Ah, of course, a lunar journey is no ordinary journey. I get right to the point. Before you go, can I pet your roll? Of course, Rollin Heaver loves to be petted. Oh, wie süß! Oh, ich will auch eine Rolle haben, Brötchen. Oh, how I'd love to have my own role. May Miarida the Brave shoot all the problems off your path. Huch, was war denn das hier rechts? Da wurden wir aber beobachtet. Go north. Was ist das denn hier? By the bowl, this is furniture. How is that possible? Ja, das ist eine gute Frage. Let's leave the philosophical and natural questions until later and help that cat. All right, of course. Getting between a pariah and his enemies is a huge faux pas and may be considered as a dishonor, but I'll talk him down and everything will be okay. Müssen wir jetzt ernsthaft gegen Möbel kämpfen? Pariah, use your shield of epicness to protect us. It will provoke the enemies to attack you with physical hits. And at the same time increase your resistance to them. You're bigger and stronger than we are, so you can do that for us. Yes, der sieht richtig fertig aus.
Ach, das ist Purgly, okay. Ich würde sagen, bevor wir hier irgendwas machen, Dodges helfen immer ganz gut. Frankhead, du kannst mal hier... Was machen wir? Wicked Stool, Penalty Stool, Belligent Stool, Bloodthirsty Stool, Filthy Stool. Wir machen mal den Wicked Stool, greifen den an. Okay, die machen hier irgendwas. Und du sollst mal hier Shield of Epicness machen. Oh, 200 Gesundheit hat der. Okay, und die machen wieder ihren komischen Plus-3-Kram. You can... Peria, can you hit with a devastating blow which lets you break through any defensive position, including the stool's provocation? Alles klar. Oh Gott, das ist so freaky. Jetzt müssen wir gegen Stühle kämpfen, dein Ernst? Oh Gott, das ist verrückt. So. Okay, die machen nicht so den... Wie war das? Hero Cut, ne? Art of War. Ich würde sagen Hero Cut, Wicked Stool. Zack. Okay, ja, das war jetzt... ja. Machen wir hier mal den Wicked Stool auch nochmal. Crushing Blow beim Wicked Stool. Dann haben wir zumindest... Oh Gott, der muss echt einstecken, der Arme. Und die wieder mit ihrer Provokation. Das sollen sie mal ruhig machen. Hallo, warum kann ich denn den Wicked Stool nicht angreifen? Na gut, dann halt mal den Penalty Stool. Was ist Art of War? Purgly strengthens a absolute derpitude. Devastating blow. Ach, das war das. A strong physically attack that destroys enemies' provocation and lowering their defense and magic resistance. Würde ich sagen, machen wir das doch hier gerade mal mit dem Filthy Stool hier hinten. Oh, das hat jetzt aber viel abgezogen. Dann würde ich sagen, Frankhead. Kann ich nur dich hier angreifen? Das ist ja doof. Warum können wir denn immer nur unterschiedliche Stühle angreifen? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Dann machen wir mal wieder Dodges mit dir. Ja, vorbei. Das ist gut. Und die wieder mit ihrer Provokation. Ich verstehe es zwar immer noch nicht so ganz, aber okay. Dann würde ich sagen, machen wir hier nochmal Shield of Epicness. Warum nicht? Ah gut, okay, das ist vorbeigegangen. Dann, welchen können wir jetzt angreifen? Den Filthy Stool? Ja, warum nicht? Oh Mist, das ist vorbeigegangen. Dann machen wir Boot to the Head beim Penalty Stool. Schwachsinn, ey. Ich habe gegen Stühle kämpfen? Dein Ernst jetzt? Los, kämpfe. Kämpfe. Warum verpasst er denn immer? Verstehe ich nicht. Hero Cut. Okay, das wird jetzt langsam dann doch ein bisschen knapp, weil ich verstehe nicht, warum wir die nicht alle angreifen können. Okay, vorbei, das ist gut. Dann machen wir noch einmal hier Boot to the Head. Dann müssten wir genügend für die erste Stufe haben hier. Ich würde sagen, wir machen mal hier Good Kitty Good bei ihm hier. Okay, perfekt. Dann, was haben wir hier noch? 30 und 20 brauchen wir. Absolute Derpitude. Shield of Epicness. Hero Cut. Machen wir einfach Hero Cut. Beim Bloodthirsty Stool. Okay, und... Nee, jetzt können wir doch hier schon... Doch, ich mach nochmal hier... Können wir dich nur hier... Ohne Bloodthirsty Stool... Dann haben wir jetzt, glaube ich... Oh, 20 abgezogen. Das ist krass. Dann können wir jetzt nämlich gleich hier die tolle Technik mit Kater machen. Hier, Techniken. Ah, oh, stimmt. Das haben wir ja jetzt auch. Das müssen wir auch mal gleich ausprobieren, wenn hier... There is only the red dot. Das machen wir mal hier mit dir. Das hat schon mal gut abgezogen. Dann machen wir mit dir hier beim Penalty Stool Hero Cut. Oh, 20 abgezogen. Das ist viel. Okay, und daneben. Dann würde ich sagen, machen wir hier nochmal Good Kitty Good. Und zwar diesmal bei Kater. Yes, und dann machen wir jetzt mal hier
Desire of Friendship. Und zwar hier bei dem. Okay, für 5 Züge geht das schon mal, dass nicht, dass er uns hier richtig angreift. Das ist sehr gut. Dann würde ich sagen, welcher von den Stühlen... Okay, dann können wir nur den hier angreifen. Oh, ich muss aber wieder Dodges machen. Das hatte ich vergessen. Da müssen wir nochmal hier Good Kitty Good bei dir machen. Das ist sonst... wird sonst eng hier. Würde ich sagen, machen wir mit dir nochmal Dodges. Okay, und dann können wir nochmal... Ah, das ist super. Dann hier, vielleicht kriegen wir dich weg. Ja, den einen Stuhl haben wir geschafft. Und dann machen wir mit dir hier... Okay, wir können nur den angreifen. Dann machen wir das doch mal hier. Hero Cut. Ah, wir haben 30. Absolute Derpitude hier. Perkley strengthens himself with pure power of derp. He surrounds himself with a barrier against all hits with strength of 10 time level. Doesn't shield against magical attacks. Okay, ich würde aber sagen hier... Machen wir das doch mal hier. Können wir nur bei dem hier machen? Dann machen wir das halt mal hier. Okay, das hat immerhin mal 19 gebracht. Das ist gut. Dann machen wir jetzt hier nochmal... Wir können ja nochmal hier Shadow of Meowness machen. Bei dir hier. Bams. Oh gut, wir haben ihn vergiftet, den Stuhl. Dann würde ich sagen... Erledigen wir den hier. Oh, das gab einen Mega-Abzug. Das ist gut. Dann Hero Cut. Können wir nur bei ihm machen. Dann machen wir das eben nur bei ihm hier. Mist, das ging vorbei. Okay, der ist selbst tot durch die Vergiftung. Das ist super. Dann können wir doch mal hier nochmal... There is only the red dot. Warum geht das denn nur bei dem? Dann machen wir hier Crushing Blow. Zack. Hat er sich jetzt aufgeheilt oder was? Das war eine krasse Attacke. Oh Gott. Dann machen wir hier mal Absolute Derpitude. Was auch immer das bedeutet. Ah, okay, das gibt jetzt... Ah, Mist. Komm schon. Ja. Den einen haben wir. Dann machen wir hier Techniken. There is only the red dot. Zack, geschafft. Yes. Wir haben alle Stühle getötet. Wir haben 60 EP bekommen. Super. Welcome, Great Purrier. We totally knew you could handle yourself, but we wanted to join in the fight, so at least some of the glory for this great victory would go to us. Alles klar. Wir haben hier noch einfach den Sieg gestohlen. Because we have very little glory and you look like a great Purrier who has a lot of glory and is willing to share. Yes. I'm glad we could fight paw in paw with such a great Purrier. It was a huge honor for us. Yes. Ja, ja, ich bin Frankat und das ist Kater. Can we know your name? Yes. Oh, he's so shrouded in mystery. I recognize you. You were the last cover of Biceps and Fur, right? Your name is Purgly. Yes. Oh my god. It is a great honor for me to meet someone as famous as you. Are you going to Kitmeria too? Yes. Alles klar. Perhaps we should travel together then? Yes. Okay, dann haben wir jetzt hier, in that case, I hereby name you an honorary member of our party. Forward the Midlings. Alles klar. Dann geht's hier weiter. Oh nein! Die sind ja alle tot. Oh, do you hear that? I'm ordering a preventative tactical cover. Preventative tactical cover. Ach, das sind die Stühle, die da angreifen. That looks like a typical outpost of the Stool Commando. We have to be careful. It looks like this whole area is full of furniture.
Where did they all come from? They haven't been seen in this area for years and definitely not in these numbers. It appears they're the mysterious danger that threatens Katmeria. It's truly unheard of. But how did so many of them manage to get so close to Miauda's gate? Apparently Katmeria is worse off than we thought. Also schlimmer dran, als wir dachten. Die Feinde sind so viele, dass sie sich über das ganze Territorium verbreitet haben und fast die Mauern von Miauda's Gate erreicht haben. What do you know about this plague anyway? Be useful for once and tell me what you know about the Furniture Army. Please share your knowledge of the furniture. Ich würde sagen, what do you know about this plague? Quite a lot. I fought them back when I was still a long time ago. These accursed stools were definitely not born according to the god's will. They must have been created artificially using infurniturio technology. Okay, die Stühle sind also künstlich hergestellt worden mit Inmöblio anstatt in vitrio Technologie, which is abhorrent to Overcat. You can tell by the laminate creases on their surface. Alles klar, das kann man an den Laminatstellen erkennen. Es ist so doof, wer denkt sich denn so einen Schwachsinn aus? Some sinister, sick, perverted, unredeemable feline mind must have brought these abominations to life and sent them into combat. They're weaker than the natural ones, but in large numbers they're a lethal threat. Das war vielleicht die Verrückte, der wir das Chemical X besorgen sollten. Let's hope we don't encounter anything larger than a stool or we could have a problem. Da rechts ist schon einer, der guckt sich um. Die kommen hier immer hier lang. Okay. Dann sollten wir doch mal hier lang schauen, ob hier welche sind. Hier ist, glaube ich, niemand, ne? Poor Beast. Ja, die armen Röllchen. Oh, da lebt noch einer. Oh nein. I think this one is still alive. The sharpened leg of a stool pierced his femoral artery. He's lost too much blood. He's dying. I'm sorry. I scratched out that commode's handles. I crushed it. But then I took a stool to the back. Damned furniture. They don't understand honor. Oh, wildcat. Forgive me. I did what I could. I am off the land of blood. Oh nein, der Arme. Jetzt haben wir aber hier einen Hammer. He was a good cat for a pigeon, I mean. Let it go. Was ist das hier? My cleric's senses tell me this weapon is magical. There are four runes scratched into the shaft, genius. It's called Caravan Defender. I'll take it. It looks pretty solid. Okay, jetzt haben wir eine neue Waffe. Hier ist noch jemand. Ah ja, okay, das sind nicht mal Katzen, die verschonen ja nicht mal Frauen. Hier sind Kibbel. Okay, wir haben den Kibbel gegessen. Was ist das hier? Whoever attacked this caravan didn't loot this crate. HP-Milch und Shooting-Kibbel haben wir jetzt. Das ist gut. Das war's, oder wie? Achso, ja. Okay, das ist leer jetzt. Was sind das hier? Steine. Was bedeutet das Loch hier? Nichts. Okay. Ich glaube, wir müssen da um die Stühle drum herum gehen irgendwie, ne? Kann das sein? Oh, die armen Rollen. Brötchen. Das sind ja keine Rollen, das sind ja Brötchen. Oh. Ich glaube... Das ist natürlich ungeschickt, dass wir jetzt so zahlreich sind. Da können wir uns hier gar nicht so richtig verstecken. Aber es sind schon wieder 27 Minuten rum. Was ist das denn? Das geht viel zu schnell. Ich werde jetzt mal hier eben die Folge beenden. Wir müssen ihn unbedingt die anderen auch noch aufheilen. Das mache ich mal eben schnell. HP-Milch. Vor allem ihn hier. Oh. Okay, das müssen wir sogar zweimal machen. Und dich hier, dann haben wir jetzt nicht mehr so viel. Das ist nicht gut, ich hätte mehr kaufen sollen. Nein, ich wollte hier Miaulixier.
das Mana-Milch hier, genau, das wollte ich. Für dich noch? Okay, dann, können wir hier nicht irgend noch was herstellen? Create Item, Exploding Furballs. Ah nein, wir haben noch Buzzing Toy und Catnip fehlt uns noch. Na gut, dann würde ich sagen, werde ich jetzt den Part hier beenden. Ich hoffe, er hat euch gefallen und wir sehen uns dann in einem neuen Video. Tschüss!